Hallöchen und willkommen zurück zu Super Toycast. Das ist der dritte Versuch dieser Aufnahme. Nachdem die letzte schon komplett ohne, was war es denn, ohne Ton lief. Also, ihr habt die nicht gesehen, ich habe sie gelöscht, aus Versehen. Vielleicht schneide ich sie irgendwie hier so ein bisschen dazwischen. Also, pass auf. Wir haben in der letzten Folge hier uns ein paar Upgrades gekauft. Darunter ein Turbo, Reifen, Gearbox, Gewichtsreduzierung, Bremsen. Wir haben uns alles gekauft, außer dem Boost, und den kaufe ich jetzt auch noch. Weil jetzt ist auch schon egal, wenn ich schon hier drin bin. Boost noch und Engine und Turbo. Und wir haben uns eigentlich alles gekauft. Dieses Auto ist jetzt fully upgraded. Und wir haben hier fast alles auf ziemlich gut geschafft. Ich möchte mich da jetzt nicht weiter durchkämpfen. Ich möchte euch jetzt in Folge 2, für euch Folge 2, für mich Folge 196, gefühlt, möchte ich euch in Folge 2 das zweite Rennen, die zweiten 6 Karten zeigen, was weiß ich. Wir haben hier wieder ein für uns alle bekanntes Time Trial, Time Attack, genau. Also wir müssen schnell genug sein. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob es hier einen Superstart oder sonst irgendwas gibt. Ich glaube, das war hier gerade keiner. Und das mit dem Driften, ja, klappt so halbwegs, ne? Aber wir müssen driften, weil sonst können wir unseren Boost nicht aufladen. Wobei hier so mit gemütlichen 9 Sekunden durch ist jetzt auch nicht schlimm. Wow, da bin ich ein bisschen weit rausgetrieben. Und man muss ja schon vom Gas gehen. Also die Fahrphysik ist definitiv vorhanden. So, gucken wir mal, ob wir den Coin hier kriegen. Jawohl. Und einfach mal durch die Schrauben durch und hier mit ein bisschen Boost wieder weiter vor. Hatten wir ja Gott sei Dank noch ein bisschen was übrig. Die Coins lenken einem manchmal ganz schön ab, so vom Fahren. So, hier schön mit Drift raus. Ab durchs Ziel, so die erste Runde, jetzt die zweite. Ja, hier komme ich ohne Drift auch schneller rum. Okay, warum nicht? Das Auto hat halt jetzt so ein gutes Handling, dass wir hier ganz gemütlich rumfahren können. Wow, 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 wow. So, und dann haben wir uns auch die ganze Zeit, die wir irgendwo gut gemacht haben, kaputt gemacht. Hallo, hör auf zu driften. Ich wollte eigentlich nur driften, dass ich meinen Turbo-Boost wieder voll bekomme, aber hey. Ich versuche den Coin hier einzusammeln. Perfekt. Perfekt. So, da haben wir genug Zeit. Das können wir hinnehmen. So, und ich glaube, das müsste jetzt die letzte Kurve sein. Ja, hier nochmal ein Coin. Wunderbar. Viele Coins habe ich noch nie in einer Map gesammelt. So, und mit unserem letzten Rest-Turbo-Boost und 11 Sekunden auf der Uhr. Einfach mal durch. Warum das immer noch nicht kann, keine Ahnung, ist mir egal. Erster, 10 Punkte, continue. Nächstes Rennen bitte. So, super. Mal kurz auf die Zeit achten. Ja, also, was mit dem Start? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist denn das hier eigentlich jetzt? Ist das wieder ein Zeitrennen? Sehe ich das richtig? What the? Was war das? Ist das nochmal ein Zeitrennen? Muss ich hier nochmal allein fahren mit mir selber? Das ist ja langweilig. So, jetzt wäre ein bisschen Turbo-Boost cool gewesen, dass wir hier zumindest den Berg ein bisschen hochkommen. Ja. Ja, klar. Warum soll das jetzt wehtun? Wirklich, ganz ehrlich, das ist doch... Das ist doch kacke. Ach, das ist ein Time-Trial ohne... Nein, die Zeit geht nach oben, ne? Nicht nach unten. Naja. Wir müssen halt einfach das Schnellste sein auf der Strecke. Uah. So, Ziel. Fertig. Eine Minute. Das interessiert mich nicht. Echt? Ich bin mit einer Minute zwei nur Zweiter? Und krieg nur 5 Punkte für den zweiten Platz? Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja, ich mach's aber jetzt nicht nochmal. Auch wenn ich sollte. Ich möchte das hier im Ganzen durchspielen. Und mich mal wieder mit den anderen messen. Das ist nämlich viel interessanter wie so ein blödes Zeitrennen. Es gibt auch Windschatten übrigens. Also der funktioniert auch ganz gut. Wenn man nicht gerade etwas zu leicht ist.
dann geht das mit dem Windschatten ganz gut. Und hier fahren irgendwie alle nur noch schwere Autos. Ah, hier, nee. Unser erster Platz. Klar, Käfer ist immer auf dem ersten Platz. Das scheint das beste Auto zu sein. Und hier liegen ganz schön viele Minen auf der Straße. Haha. Haha, und fuhr fast selbst rein. Shit, was war das jetzt? Das, also, das ist unfair, ne? So. Hier. Und am besten in eine reinfahren jetzt. Ach, das ist ein Elimination-Rennen. Na gut. Solange ich Erster bin. Eigentlich muss ich nur aus den Minen rausbleiben. Ja. Und Coins sammeln. Hä? Was war das denn jetzt? Guck mal, du fährst manchmal wie gegen eine Wand. Da geht's geradeaus weiter und dann zack, Wand aus, Ende. Oh shit. Ja, und gleich in die nächste rein. Ja, klar. Sure. Warum nicht? Und jetzt bin ich nur noch Vierter. Ja. Komm schon. Ja, klasse. Das war's dann. So, ohne Drift werde ich jetzt wahrscheinlich rausfliegen. Es sei denn, ich überhole den einfach hier. Dann passt das auch. Gut, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss miteinander. Das war jetzt gut. Ich weiß gar nicht, ob ich alle 5 Runden fahren muss. Es gibt nämlich jetzt nur noch 2 Fahrer. Und ich bezweifle, dass 2 Fahrer 3 Runden fahren müssen. Nee, hier letzte Eliminierung. Wenn jetzt nichts passiert, also müsste mich schon arg dumm anstellen. Zack, fertig. Warum auch immer das Ding da reinbringt. Nein. So, hier, 10 Punkte, 2 Minuten. 15. Achso, länger hat der andere nicht durchgehalten, klar. Und warum gibt's hier 5 Runden? Das macht gar keinen Sinn. Das macht so gar keinen Sinn, 5 Runden lang. Ja, ich glaube, irgendwie kommt man schon besser weg. Also wieder 5 Runden, das sieht wieder nach Eliminierung aus, also nach K.O., nach letzter fliegt raus. Am besten wäre es ja, wenn die letzten 2 rausfliegen. Ja, geht halt alle weg hier, was soll das? Leute, wirklich? Ganz ehrlich? Was fällt euch ein? Erstmal hier anständig mit dem Boost nach vorne und wieder hier gegenfahren. Ja. Vor allem für das, dass ich beim letzten Mal Erster war, hätte ich auch ruhig wie so Mario Kart Manier vom ersten Platz starten können. Ich bin halt immer noch. Ja gut, gleich nicht mehr. Wollte mich gerade beschweren. Ich bin halt immer noch irgendwie ultra weit hinten, aber jetzt bin ich schon wieder Zweiter. Oh shit, das ging nicht ohne Bremsen. Und ich habe keinen Turbo Boost, um mich jetzt hier an den ersten Platz hier vorzusaugen. Wobei mit so ein bisschen Windschatten, das geht, yeah. So, supi, guck dir das an, es sind nur noch 5 im Rennen. Und ich leg den jetzt mal gekonnt so eine Mine vor die Nase. Und es fährt auch direkt einer rein. Finde ich gut. So, muss ich gerade gucken, wo Y ist. Ah, so bewusst. Ja, das wird wieder das gleiche wie beim letzten Mal. So, den hebe ich mir auf, falls einer meint, er muss mich jetzt überholen. Allerdings bin ich da relativ zuversichtlich, dass er nicht mehr an mir vorbeikommt, weil er hat noch 5 Sekunden. Jawohl. So, und wir driften da in die Ecke rein. Ich weiß nicht, was das Ding im Internet will. Episode 3, Unlock. Wirklich, wir sind jetzt schon im 3. Level. Naja. So, continue. Komm. Da machen wir fertig. Das gewinnen wir alles. Bis auf den 1., 2. Platz. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Ach, wir haben wieder ein normales Rennen. Das ist ja cool. Aber Gas geben muss ich wahrscheinlich trotzdem. Warum fahren alle nach rechts? Warum fahren alle dahin, wo ich hin möchte? Das ist da. Ah, nein! Boah! Das tut nicht weh, aber seitwärts kann man einfach nicht fahren. Wow, Gott sei Dank ist das Ding hier vor mir verschwunden.
Und du könntest dann mit deiner Rakete hier auch weggehen. Warum liegen die Sachen immer auf der Außenbahn? Das ist doch... Nein, das ist voll unfair. Jeder hat eine Rakete, klar. Oh, danke. Sehr freundlich. Tschüss. Nein. Ich hab den Coin liegen lassen. Mann, es fahren schon wieder alle nach rechts rüber. Warum tun die das? Oh, shit. So. Holen wir uns erstmal das hier und treffen ihn nicht, weil da irgendwas dazwischen war. Aber, hey, was soll's. Das ist erst die zweite Runde. Puh, ich hab Turbo Boost, ne? Ich booste euch alle weg. Alle boosten mich weg. Ja gut, dann fahren wir halt hier hoch und du fährst da dagegen. Auch kein Problem für mich. Tschüss. So, das ist immer noch erster, dritter Platz. Der hat so einen blöden 8-Ball, mit dem er mich wahrscheinlich gleich wieder trifft. Ja, klar. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Ich glaube, besser wird dritter Platz wird hier nicht mehr. Nee, da ist das Ziel. Dritter Platz. Ha, ich würde sagen, wir nehmen das mal hin. Ich möchte die Folge auch zum Abschluss bringen. Ich kann das ja wieder machen, wenn ich die Folge mal nicht mit Ton aufnehme. Dann mache ich wieder so. Ich sehe gerade, ich bin ganz schön unscharf und ganz schön fett heute. So, jetzt komm. Das müsste das letzte Rennen sein, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Natürlich heiße ich immer noch Player 1, weil umbenannt habe ich mich auch noch nicht. Ja, hier, komm schon. Meins und ich bin Erster. Toll, da bringt das jetzt nicht viel. Sind wir die Strecke nicht gerade gefahren? Eigentlich schon, ne? Irgendwie sind wir die Strecke gerade allein gefahren. Ja, das ist natürlich auch lustig, wenn du eine Strecke dann erst im Zeitmodus fährst und dann wieder allein und... Nee, das ist so... Das sehe ich ein und ich fahre wieder in diese Muttern hier rein. Wie immer. Immer das Gleiche und da fallen sie wieder runter. Das ist neu. Glaube ich mal. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass das hier so bremst. Wenn du da wo runterfährst, plupp und weg. Ah, zwei Runden. Du kriegst jetzt gleich mal einen Adball ins Gesicht. Tschüss. Brauchst gar nicht hupen. Was war denn das? Ach, das war die Mine, genau. Ja, klar, der kriegt einen Adball von hinten rein. Und ist dann praktisch spurlos verschwunden. Hä? Hatte ich nicht gerade... Naja, dann halt nicht. Ist ja auch egal. Schraub jetzt bitte weggehen von mir. Ich möchte die nicht haben. Danke. So. Das war easy. Das war ganz einfach. Also, nö. Na, irgendwann haben wir auch wieder Verbindung zum Server. Ich weiß nicht, was die Switch da für ein Problem hat. Player 1. Ich hab 1 Minute 47. Kommt da noch was? Ist da noch was? Nein, wir haben es geschafft. Tatsache. So, Select Race, wir gucken uns das mal an. Wir haben 51 von 60 Punkten. Da haben wir 54, war ein bisschen schlechter. Gucken wir mal rein. Wo haben wir denn? Hier haben wir 5 von 10 und da haben wir 6 von 10. Hey, was soll's? Ich komme mit der Zeit hin. Das ist wunderbar. Super. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Pox. Heiß ich Pox? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.